listen. Ihr habt auch so viel Papier, also Reste, dann habe ich für euch jetzt immer einen Tipp. Ich habe 3 Ideen. 2 sind mit Massenproduktion verbunden. Und das letzte ist so ein Projekt. Das erste Projekt wird ein Projekt bleiben und das anderen beiden da, ja. So, wir machen als allererst ATC. Warte, hol ich mal meine ATC-Stanzen. Das mache ich jetzt mal eben nochmal. Dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist gleich 11:30 Uhr, Mitternacht fast. Ich habe mal gerade 2 Videos halt geschafft. Aber das soll jetzt nicht so stören. Ich habe mir schon Papier zurechtgeschnitten. Und das will ich jetzt aufkleben. Nehmen wir mal Seite, dass ich da notiert bin. Und eins gebe ich gemeinsam auf, mit euch die anderen meinen ne? Das ist nicht mich selber. Ihr kriegt auf jeden Fall 3 Ideen, das kriegt ihr auf jeden Fall. Und wenn das Video viel geschnitten war. Ich mache das mal eben und dann schalte ich wieder euch dazu. Also, bis gleich. So. Wir haben die Restpapiere da jetzt verarbeitet. Setzen die. Ja,
Oh, die ist etwas doof. Da ich drei Farben habe, kann ich das erste Projekt mit Restpapieren fertig. Das zweite Ding. Journalkarten. Ich mache mit euch zwei Stück. Ich denke mal, Mitternacht wird das hochgeladen sein.
Schau mal kurz was. Bei Gin Cut mache ich kein Band dran, weil das stören würde. Und vor allem das hakt die ganze Zeit dann. Das Papier aber schön Journal Cut machen. Und das letzte Projekt. Da muss ich aber kurz was vorbereiten. Gut, ich habe mir jetzt Karten vorbereitet. Yeah.
dekorieren. Habe ich den Spruch von dort genommen. Und je größer die Projekte sind, um so verschiedene Sprüche. Wir haben drei Projekte mit Restpapier gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns. Ciao, ciao.